Ich bin ernannt worden, ein Urteil über eure Debatte zu sprechen. Ich bitte den Donatistenbischof Sidonius, als Erster zu sprechen. Fest steht, dass 420 oder 430 keineswegs ausgemacht war, dass das Christentum eine 2000-jährige Geschichte erleben würde. Ich möchte heute nur von einem Mann sprechen. Bischof Augustinus. Augustine is the first person in literature. Augustinus war der erste Autor der Literaturgeschichte, der seine eigene Biografie wirklich ernst nahm und sie zur philosophischen und religiösen Frage erhob. Es ist Zeit, den Schleier wegzuziehen, der die Wahrheit über euren geliebten Bischof verborgen hat. Ein Mann Gottes, besessen von Sinneslust, Habgier und Stolz. Es war Narzissmus, der ihn antrieb, keinen anderen mehr anzubeten, keinen anderen Gott als sich selbst. Bei Fragen, die für ihn wesentlich sind und die ihn umtreiben, geht es immer auch um seine eigene Existenz, geht es immer um die Frage, was gibt meinem Leben Sinn, was gibt meinem Leben Inhalt. Also das ist ein Fragehorizont, für den, glaube ich, auch der gegenwärtige Zeitgenosse recht gut ansprechbar ist. Die Tatsache, dass er zum Priester geweiht worden ist, beweist, dass man Katholiken nicht trauen kann. An Augustinus hat mir imponiert, dass er nie fertig war. Er hat immer gesucht, er war ein leidenschaftlich Suchender. Ihr glaubt doch an gar nichts! Leidenschaft und Vernunft. Wie bei keinem anderen großen christlichen Denker treffen bei Augustinus Gegensätze in seinem Leben und Werk aufeinander. Nicht wir Menschen werden die Wahrheit finden. Es wird die Wahrheit sein, die uns Menschen findet. Angetrieben von der Suche nach Wahrheit. Dreimal gibt Augustinus seinem Leben eine völlig neue Richtung. Denn die Wahrheit ist eine Person. Sie ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Augustinus schreibt über die Schwäche des Menschen, den Glauben und den Zweifel. Obwohl Augustinus vor mehr als 1500 Jahren gelebt hat, sind seine Schriften noch immer aktuell. Besonders seit der Wahl Josef Ratzingers zum Papst hat Augustinus noch an Bedeutung gewonnen. Papst Benedikt als Augustinermönch. Die Vorstellung würde mir gefallen, auch wenn er natürlich nicht meinem Orden angehört. Aber er liest Augustinus mit großer Leidenschaft und man kann den augustinischen Einfluss in allen seinen Schriften erkennen. Ein Amerikaner in Rom. Der Augustinermönch Professor Robert Dodaro gehört zu den wichtigsten Augustino-Spezialisten weltweit. Er ist ein Schüler von Rowan Williams, der heute an der Spitze der drittgrößten christlichen, der anglikanischen Kirche steht. Eines verbindet den jetzigen Erzbischof von Canterbury und den heutigen Bischof von Rom. Beide verehren Augustinus. Die Frage ist doch, wenn man an der Spitze einer gewaltigen Kirche steht, wen kann man um Rat fragen? Beide, Rowan Williams und Papst Benedikt, finden in Augustinus einen intellektuellen Giganten, zu dem sie zum Nachdenken immer wieder zurückkehren können. Robert Dodaro lebt und arbeitet direkt neben dem Petersplatz. Er ist der Präsident des Augustianums, einer Dependance der päpstlichen Lateranuniversität. Sie widmet sich ganz dem Studium der Kirchenväter, Philosophen, Theologen und Denker, die die christliche Kirche bis ins 8. Jahrhundert geprägt haben. Augustinus ist einer der wichtigsten von ihnen, vielleicht der wichtigste. Doch er ist nicht nur ein Theoretiker.
Kloster Neuburg bei Wien. Nicht nur hier, sondern weltweit folgen Orden Augustins Vorbild. Dominikaner und Augustinermönche, aber auch Gemeinschaften, die sich ausdrücklich nicht als Mönche verstehen. Eine der größten sind die Augustiner Chorherren des Stifts Kloster Neuburg. Sie müssen einen großen Widerspruch vereinigen. Einerseits nach dem Vorbild des heiligen Augustinus, bescheiden zu leben und als Priester für die Menschen da zu sein. Andererseits die Pracht des Stiftes zu repräsentieren, das einmal als Residenz der österreichischen Kaiser geplant war. Im Vergleich zu anderen Orten kennen die 50 Augustiner Chorherren keine Nachwuchssorgen. Der Novizenmeister, Herr Anton Höslinger, kann jedes Jahr mit 1 bis 2 neuen Anwärtern rechnen. Die meisten, die hierher kommen, haben schon einen Beruf ergriffen gehabt. Das heißt, die eigene Biografie, die eigene Lebensgeschichte spielt eine größere Rolle, weil der Einzelne schon einen viel breiteren und größeren Hintergrund mitbringt, den es gilt, auch im Klosterleben natürlich zu integrieren. Ich bin jahrelang als Gast hier hingekommen. Kloster Neuburg ist berühmt für seine Gastfreundschaft. Ich war immer willkommen, was da sehr geholfen hat. Und die Entscheidung, hier einzutreten, ist langsam gewachsen. Herr Nikolaus Buhlmann hat sich erst mit 39 Jahren entschieden, endgültig aus Deutschland zu den Augustiner Chorherren nach Kloster Neuburg zu ziehen. Da hatte er schon 2 Karrieren hinter sich, als Journalist und als Weltpriester. An der Person des Augustinus sieht man, dass das menschliche Leben nicht vorprogrammierbar ist, dass das menschliche Leben nicht nur gerade Wege gehen muss. Und ich denke, wenn wir uns im 21. Jahrhundert mit Gott beschäftigen, dann sollte man das nicht mit dem Konzept tun, dass man eine Antwort auf alle Fragen hat. Man muss den Zweifel zulassen, man muss das Tastende zulassen, man muss warten können, man muss wachsen können auf dem Weg. Bischof, Bischof, ein Kurier aus Rom. Der Papst will, dass ihr euch und eure Bücher in Sicherheit bringt. Das Werk hat einen Umfang von 5,25 Millionen Wörter. Und seine Werke waren Bestseller schon zu seiner Zeit. Augustins Erfolg außerhalb der Theologie geht hauptsächlich auf sein berühmtestes Buch zurück, die Bekenntnisse. Er beschreibt darin fast wie in einem Roman seine Suche nach Wahrheit, seinen Weg zum Glauben. 3-mal hat Augustinus radikal sein Leben geändert, bis er schließlich zum Bischof und berühmten Autor wurde. Seht, Porcidius, das ist eure Handschrift. Aber es sind eure Bekenntnisse. Ja, meine Bekenntnisse. Ich habe eigentlich dieses Buch verschlungen, muss ich sagen. Und wenn man das tut, dann wird man feststellen, dass Augustinus unendlich viele Anläufe gebraucht hat, bis er auf dem richtigen Weg war. Dieses Buch erzählt, warum sich Gott für unsere Geschichte interessiert. Damit hat es eine westliche Tradition begründet, dass wir uns für die Biografie des anderen interessieren. Augustinus wird im Jahr 354 nach Christus in der kleinen Stadt Tagaste im heutigen Algerien geboren. Seine Eltern gehören zur unteren Mittelschicht. Monika. Es ist ein Junge, Patricius. Es ist ein Junge? Ja, ein Junge. Und? Wie soll er heißen? Er soll Augustinus heißen. Monika, da nimmt man an, der Name ist schon also berberisch, ja, oder punisch, dass das also eine Dame des Landes war. Monika ist eine strenggläubige Katholikin, die Augustinus christlich erzieht. Zu ihr hat er eine viel engere Beziehung als zum Vater. Eine Verbindung, die sein Leben prägen wird. Ein Psychologe beschreibt Augustinus sogar als das größte Muttersöhnchen der Geschichte. Monika ermöglicht Augustinus, dass er mit 16 nach Karthago zum Studieren aufbrechen kann. Oh, möge Gott dich begleiten, mein Sohn. Gott? Alles, was ich brauche, bin ich selbst. Leb wohl! Gutteil so dieser biografischen
Daten, die er jetzt in seinen Confessiones vorstellt, die kann man wohl rekonstruieren über die Briefwechsel, die er geführt hat. Und daher ist das Gesamtkonstrukt, das uns Augustinus überliefert und aus dem wir zum Teil eben seine Biografie rekonstruieren, schon relativ glaubwürdig. Ja. Das Zentrum für Augustinus-Forschung in Würzburg. Hier werden viele Erkenntnisse der internationalen Augustinus-Forschung zusammengeführt. Der Theologe und Philosoph Dr. Christoph Müller wird bald die Leitung von seinem Mentor und Chef Professor Cornelius Meyer übernehmen. Der Augustinermönch Pater Meyer hatte vor mehr als 30 Jahren eine Idee, die ihn zu einem der anerkanntesten Augustinus-Forscher weltweit machte. Dann dachte ich mir auch, Gott, noch mal, ich mache ein Lexikon. Da berichte ich das, was der Augustin eben sagt. Ich habe dann keine Probleme, dass ich also selber irgendwas in die Welt setze. Und dann hörte ich, es gäbe sowas wie eine EDV-Textverarbeitung. Das war damals ein Novum, absolutes Novum. Nun ließ ich also den ganzen Augustin doppelt abschreiben und ich habe das veröffentlicht in allen wissenschaftlichen Zeitschriften, dass jetzt der Augustin zur Verfügung steht und war in der Fachwelt von heute auf morgen weltbekannt. Vor 30 Jahren war es eine Sensation, dass man alle Augustinus-Texte am Computer durchsuchen konnte. Die Arbeit von Monaten ließ sich plötzlich in Minuten erledigen. Heute kann man sogar online auf verschiedenste Weise das Werk des Kirchenvaters durchgehen. Nicht nur nach Begriffen, sondern auch nach Zitaten, Bibelstellen und Querverweisen. Vom Lexikon sind bis jetzt zwei Bände erschienen. Ein dritter ist in Vorbereitung. Gerade ist die Arbeit am Buchstaben L abgeschlossen worden. Frühestens 2015 werden alle wichtigen Schlagworte von A bis Z bearbeitet worden sein. Nicht nur zu Augustins Werk, sondern auch zu den Umständen, unter denen er gelebt hat. Macrobius. Ah, der kleine Junge aus der Gasse. Diese Tradition des Römischen Reiches bricht also in der Spätantike auf und führt zu so einer Gemengelage von philosophischen, religiösen Weltanschauungen bis hin zu Positionen, die dann angesichts dieser Verschiedenheit der Positionen einem Relativismus das Wort redeten und sagen, naja, im Großen und Ganzen muss jeder sehen, dass er sich durchs Leben schlägt, aber die großen Wahrheitsfragen, die lassen wir mal außen vor. Also das ist eine interessante Parallele zur heutigen Zeit. Augustinus studiert Rhetorik in Karthago, damals der wichtigsten Stadt im afrikanischen Teil des römischen Imperiums. Für den Menschen der Spätantike ist es undenkbar, nicht an etwas zu glauben. Damals steht außer Frage, dass man sich die Welt mit bösen Dämonen teilt. Schutz dagegen bietet nur der Glaube. Augustinus hat als Rhetor, das heißt als professioneller Redner, gelernt, jeden Standpunkt zu vertreten, der ihm gerade nützlich ist. Den katholischen Glauben seiner Kindheit hat er darüber verloren. Es gab so gebildete Kreise, da hatte das Christentum immer etwas so was Anrüchiges von einer proletarischen Religion, also für die Massen, und währenddessen die Elite doch den alten Traditionen der Philosophie vielleicht stärker verpflichtet war. In Karthago vollzieht der junge Augustinus die erste große Wende seines Lebens. Auf der Suche nach Wahrheit entdeckt er die Literatur und die Philosophie für sich. Über 250.000 Bände und mehr als 1.200 Handschriften. Der Stift Klosterneuburg beherbergt die größte Privatbibliothek Österreichs. Wissenschaft und Bildung haben für die Chorherren immer schon eine große Rolle gespielt. Wir haben eine sehr intensive Einführung in das Leben des Heiligen. Und wir lesen die Konfession ist nicht nur, sondern wir diskutieren darüber. Wir können Fragen stellen, wenn Dinge nicht verstanden sind. Und wir beschäftigen uns auch mit dem Umfeld, mit der Zeit, mit der Geschichte der ausgehenden Antike, sodass man schon sagen kann, dass wir eine Zeit lang eingeübt werden, mit Augustinus zu leben. Wir schlagen heute ein Buch von Cicero auf, wenn wir über Augustinus sprechen. Der junge Augustinus in seinen Studienjahren war ja sehr beeinflusst von der Philosophie Ciceros und den lateinischen Philosophen.
Und Augustinus hat das Christentum sehr abschätzig beurteilt als Altweiberreligion und hat auch keinen Zugang zur Bibel, zur Heiligen Schrift gefunden. Augustinus hat sich also umgesehen und ob es da von Cicero auch ein Wort von Christus gäbe. Und da hat er nichts gefunden. Und dann hat er weitergesucht und dann kam er mit diesen Manichäern in Berührung. Wie, das schreibt er nicht. Auf alle Fälle hat ihn das fasziniert, weil die Manichäer behauptet hätten, sie könnten die Welträtsel lösen. Die Manichäer sind Anhänger einer in der Spätantike weit verbreiteten persischen Sekte. Sie sehen sich in der Nachfolge Christi, verteufeln aber das Alte Testament als ungeistlich und widerwärtig. Ihre Geisteswelt ist von starken Gegensätzen geprägt. Geist, Körper, Gut, Böse. So versuchen die Manichäer, sich von allen menschlichen Leidenschaften zu befreien, um sich ganz auf das Geistige zu konzentrieren. Denen ging auf den Leim. Und da wurde er ein Manichäer und blieb 9 Jahre lang Manichäer. Aber gegen Ende er war dann schon Professor, Privatdozent, hat er dann gemerkt, dass da doch sehr viele Schwächen in diesem ganzen System sind. Augustinus wird sich später vehement gegen die Manichäer wenden. Dennoch, in einem entscheidenden Punkt, glauben einige Forscher, wurde er bis zu seinem Tod von dieser Glaubensrichtung beeinflusst, in der Leibfeindlichkeit. Mit uns könnt ihr Großes erreichen. Ich fühle mich geehrt. Es gibt da nur eine Bedingung. Die Erwählten sind der Keuschheit verpflichtet. Ihr müsstet die Beziehung zu eurer Gefährtin abbrechen. Im gesamten Mittelalter galt Augustinus als die unumstrittene theologische Autorität. In seiner Nachfolge entwickelte sich damals eine extreme Leibfeindlichkeit und das trotz oder gerade wegen Augustins besonderer Geschichte. Soweit man das, denke ich, historisch rekonstruieren kann, war er schon ein sehr aufgeweckter und auch sinnfroher Mensch, der für alles Gute und Schöne zu begeistern war. In den Bekenntnissen beschreibt Augustinus Karthago als einen Ort ausschweifender Leidenschaft. Allerdings steht immer die Frage im Raum, ob er seine Sünden nicht überzeichnet, um seine Bekehrung umso strahlender erscheinen zu lassen. Er war ein normaler Junge, wie in Afrika eben die Jugendlichen sind. Ne? Und dass er sich mit 16, 17 nach Mädchen umgeguckt hatte, das war eben gang und gäbe, wie heute auch noch, ja. Und da hat er eben dann ein Mädchen kennengelernt und die hat ihm offensichtlich imponiert. Der heilige Augustinus hält sich in jungen Jahren eine Konkubine. Das klingt heute skandalös, war im antiken Rom aber eher die Regel als die Ausnahme. Zu heiraten war teuer und mit großen gesellschaftlichen Verpflichtungen verbunden. Augustinus bleibt seiner Geliebten zwar treu, nennt in den Bekenntnissen aber noch nicht einmal ihren Namen. Das brachte ihm den Ruf ein, Frauen als Huren abzuwerten und seine Mutter als Heilige zu stilisieren. Ja, so dieses glatte Verdikt, dass Augustinus der Frauenfeind schlechthin ist, lässt sich da bei genauer Betrachtung nicht halten. Und mein Chef sagt immer, Augustinus ist da in der Hinsicht eher ein Waisenknabe oder ein Playboy gewesen. Ne? Also er hält zum Beispiel ganz stark fest am Verständnis, dass die Frau genauso wie der Mann Imago Dei ist, also Abbild Gottes ist. Über Jahre lebt Augustinus mit seiner Konkubine und ihrem gemeinsamen Sohn zusammen. Doch letztlich ist ihm seine Karriere wichtiger als seine Familie. Auf Drängen seiner Mutter verlobt er sich mit einem standesgemäßen christlichen Mädchen. Eine Konkubine war eben eine Konkubine. Und nachdem man eine standesgemäße gesucht werden musste, hat man eine standesgemäße gesucht. Und die in die Wüste geschickt. Das ist also, für uns klingt das sehr hart, aber er schreibt, dass ihm das wehtat. Doch die Trauer hält nicht lange an. Um die Zeit bis zur Volljährigkeit seiner Verlobten zu überbrücken, nimmt Augustinus sich eine neue Konkubine.
Er hat dann unglücklicherweise die Sexualität zum Stigma der Erbsünde gemacht. Der Trieb, ne, das ist die Strafe dafür, dass der Adam und die Eva ungehorsam waren. Und für diese Strafe, oder die, der entspricht eben der Ungehorsam des Sexualaktes, ne, gegenüber der Vernunft. Ne. Das war seine Position. Und das ist also etwas, was man nach modernen anthropologischen Kenntnissen ablehnen muss. Doch noch hat Augustinus nicht zu seiner Bestimmung gefunden. Sein Vater dagegen bekennt sich auf dem Sterbebett zum katholischen Glauben. So taufe ich dich jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was erbitten Sie von der Kirche Gottes für Nico? Die Taufe. Liebe Eltern, Sie haben für Ihr Kind die Taufe erbitten. Die Taufe als erster Schritt, um in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen zu werden. Als Augustinus Bischof war, begann er in seiner Gemeinde systematisch Kinder taufen zu lassen. Nico Noah, ich taufe dich. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Spätantike, zur Zeit des jungen Augustinus, war die Taufe von Babys noch die Ausnahme. Man hat die Taufe hinausgeschoben, womöglich bis zum Ende des Lebens, ja, damit, weil das Wesen der Buße war noch nicht so geregelt, da gab es noch keine Beichtstühle wie bei uns heute, ja, sondern man hat gesagt, die Taufe tilgt sämtliche Sünden und Sündenstrafen. Also dann womöglich beim letzten Hauch. Ne? Und so ist auch mit seinem Vater passiert. Worte ändern keine Tatsachen. Ach nein, dann ändern deine Zauberformeln sie auch nicht. Welche Zauberformeln? Die der Bischof Vater vorgebetet hat. Die ändern die Tatsachen auch nicht. Noch immer fehlt Augustinus der Glaube. Doch nicht nur die Suche nach Wahrheit, auch sein Ehrgeiz treibt ihn an. Als er die Chance sieht, im Zentrum des Römischen Reiches Karriere zu machen, verlässt er ohne Abschied seine Familie. Über den Umweg eines Aufenthaltes in Rom tritt Augustinus die Stelle des Rhetors am kaiserlichen Hof in Mailand an. Hier ist er, der kaiserliche Palast. Hättest du je gedacht, es so weit zu bringen? Anfänglich ist Augustinus geblendet vom Ansehen seiner neuen Position. Er lässt sich von der Macht seiner Worte berauschen, spürt aber bald eine große Leere in sich. Prunk und Größe. Auch in Kloster Neuburg. Im 18. Jahrhundert sollte das Stift sogar zu einer Residenz des Kaisers umgebaut werden. Müsste die barocke Pracht nicht eigentlich den Grundsätzen einer augustinischen Gemeinschaft widersprechen? Was wir hier so sehen, das war das österreichische Empfinden damals von Seiten des Kaisers, der das so wollte. War sicher eine Herausforderung der damaligen Zeit, doch eine schlichte Lebensführung in einem Rundherum, das eben anders sich präsentiert, zu leben. Propst Bernhard Bakowski, der obere der Augustiner Chorherren in Kloster Neuburg, steht fast täglich in der Öffentlichkeit. Er und seine Mitbrüder suchen bewusst den Kontakt nach außen. Der Grund, warum sie sich ausdrücklich nicht als Mönche sehen. Wenn man die repräsentativen Räume des Stiftes verlässt, eröffnet sich in der Klausur eine andere Welt. Einfacher und konzentrierter. In der Hauskapelle suchen die Chorherren die Rückbesinnung auf ihr spirituelles Vorbild Augustinus. Mit knapp 30 Jahren stand er in Mailand kurz davor, den entscheidenden Schritt bei seiner Suche nach Wahrheit zu machen. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, nicht wahr?
Kannst du dir einen Gott vorstellen, der so aussieht wie ich? Zwei Arme, zwei Beine, der sich jeden Morgen rasieren muss? Ganz sicher würde er nicht so viel reden wie du, mein Junge. Hörst du nicht, was du sagst? Du schaffst es ja noch nicht einmal, über Gott nachzudenken, ohne dich selbst ins Spiel zu bringen. Augustinus steckt in einer Sinnkrise. Er ist überzeugt, als Redner seine Ideale von Wahrheit und Wahrhaftigkeit verraten zu haben. Eine völlig neue Perspektive auf das Leben eröffnet ihm ein Buch, das er eigentlich schon abgeschrieben hatte. Die Bibel. Augustinus trifft auf einen Mann mit ebenso großer Überzeugungskraft wie er selbst, Bischof Ambrosius. Doch der hat echte innere Überzeugungen, angelehnt an große Philosophen wie Plotin. Augustinus entdeckt eine Welt, in der das Gute und Wahre jenseits des Materiellen existiert. Hier geht alles zurück auf ein Prinzip und nicht auf widerstreitende Kräfte, wie bei den Manichäern. Und der Ambrosius hat ein Prinzip zum Schöpfer gemacht. Und da spürte Augustinus das Übereinstimmende zwischen der Philosophie und dem Ambrosius, also in der Auslegung der Genesis. Und das hat ihn fasziniert. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild bedeutet zum Beispiel nicht, dass Gott dem Menschen gleicht im physischen Sinne. Unser spirituelles Leben, unsere Fähigkeit zu lieben, unsere Freiheit, das ist es, was den Menschen Gott ähnlich macht. Ambrosius hat die Bibel allegorisch ausgelegt. Das Alte Testament auf Christus hin auslegen, das hat der Ambrosius gemacht. Ne? Plötzlich gewinnen die Geschichten des Alten Testaments eine konkrete Beziehung zum Neuen Testament. Dieses Prinzip der Auslegung zeigt einer der größten Schätze des Stiftes Kloster Neuburg, der Verdörner Altar. In drei Reihen übereinander werden Szenen des Alten und des Neuen Testaments aufeinander bezogen. Eine Lesart der Bibel, die in der Spätantike von Augustinus weiterentwickelt wurde. Denn nach seiner Bekehrung hat er sich besonders darum bemüht, den Menschen die Heilige Schrift näher zu bringen. Man hat unterschiedliche Zugänge zu einzelnen Texten der Bibel, je nach der Lebenssituation, in der man ist. Und das darf auch so sein und soll auch so sein. Hier ist wichtig, dass man für uns als Augustinerkoherren wichtig, dass wir versuchen, den Menschen, die daran interessiert sind, einen Zugang zur Bibel zu ermöglichen. Augustinus fand erst durch die Hilfe des Bischofs Ambrosius einen Zugang zur Bibel. Doch jetzt war er bereit zu seinem entscheidenden Schritt. Einen Schritt, den er trotz intensiven Studiums aus eigener Kraft nicht geschafft hatte. Die Briefe des heiligen Apostels Paulus. Keine Händel, keine Trunkenheit, keine Ausschweifung, keine Liederlichkeit, kein Zank und kein Neid. Setze dein Vertrauen in den Herrn Jesus Christus und begebe dich nicht auf den Pfad der Fleischeslust. Begib dich auf den Pfad unseres Herrn. Entscheidend für ihn war diese innere Bekehrung, die Gnade, die er bekommen hat, nimm und lies. Und wenn du liest, dann tue das auch, was du da liest. Das war für ihn ganz konkret die Gnade, die ihm zuteil geworden ist, dass er fähig war,
das zu vollziehen. Das ist einer der entscheidenden Zugriffsweisen von Augustin, dass er sagt, der Mensch wird nicht von sich aus glücklich, indem er bestimmte Dinge tut und andere lässt, sondern er erlebt letztlich, dass Gott ihn glücklich macht. Oder eben auch nicht. Professor Volker Henning Drekoll, evangelischer Theologe und Mitherausgeber des Augustinus-Lexikons. Mehrmals im Jahr kommt Professor Drekoll aus Tübingen nach Würzburg, um sich mit seinen Kollegen des Augustinus-Forschungszentrums abzustimmen. Über Jahrhunderte haben die katholische und die evangelische Kirche bei Augustinus ihre Schwerpunkte ganz unterschiedlich gesetzt. Die Protestanten auf die Gnadenlehre und die Katholiken auf die Frage nach der Einheit der Kirche. Doch zumindest unter den Augustinus-Forschern bestehen heute nur noch wenige konfessionelle Differenzen. Es gibt natürlich in der Suche nach Wahrheit Aspekte, die zeitlos sind, die deswegen für Augustin genauso gelten wie heute. Für mich ist das Interessante, dass Augustin auf der einen Seite dem Intellektuellen, dem Geistigen, dem auch Erkenntnishaften einen sehr hohen Wert zuschreibt, auf der anderen Seite gleichzeitig einsieht, dass das Leben und die Seligkeit sich nicht darauf beschränkt. Es ist eine Wahrheit, die wir rein durch Nachdenken nicht entdecken können. Allein können wir sie nicht erfassen. Sie wird uns eröffnet. Aber wie? Sie wird uns durch Gottes Kontakt zu uns eröffnet. Durch die Person, die Lehre und das Leben Christi. Letztlich durch die Heilige Schrift und ein Ereignis, das wir Christus nennen. Das artikuliert er, dass die Wahrheit des Evangeliums nicht in dem Sinne eine Wahrheit ist, die man eben erkennt wie 2 mal 2, 4. Sondern man muss glauben. Aber er sagt eben, der Glaube, der wird einmal übergehen in dieses klare Wissen, wie 2 mal 2, 4 ist. Vater. Mein Sohn. Ich habe immer zu viel geredet. Seinen letzten Schritt zu Gott kann Augustinus erst gehen, als er bereit ist zu glauben. Erst aus der Gnade Gottes findet er zur Wahrheit. Und jetzt? Was werdet ihr jetzt tun? Ich werde nach Ostia gehen mit meiner Mutter und meinem Sohn. Dort gehen wir an Bord eines Schiffes nach Afrika und kehren heim. Und wenn ihr dort angekommen seid? Ich will studieren und beten in Zurückgezogenheit. Das wird nicht leicht für euch sein, die Zurückgezogenheit. Mit einigen Freunden und seiner Mutter Monika bereitet Augustinus sich in Ostia auf die Rückkehr nach Afrika vor. Seine Mutter ist eigentlich diejenige, die sein Glaubensleben initiiert hat, die immer wieder Impulse ihm gegeben hat und die dann später natürlich entsprechend froh wurde und erleichtert und begeistert war, als Augustinus dann einer der führenden Repräsentanten des Christentums wurde und sich selbst auch eben zum Christentum bekehrt und bekannt hat. Doch die dritte große Wende im Leben Augustins wird Monika nicht mehr miterleben. 388 nach Christus stirbt sie in Ostia. Wie ihr Sohn wird sie heilig gesprochen werden. Dreimal täglich beten die Augustiner Chorherren in Kloster Neuburg. Ihr Gebet und ihr Leben in Gemeinschaft gehen direkt auf Augustinus zurück. In Afrika lebte Augustinus mit einigen Freunden und Anhängern in einer Art Kloster zusammen. Er entwarf eine einfache Regel des Zusammenlebens, die heute Leitfaden für über 200 verschiedene Orden ist. Wie ich bete, bleibt völlig mir überlassen. Augustinus legt besonderen Wert darauf, dass die klösterliche Gemeinschaft das Individuum nicht unterdrückt, dass der Einzelne in der Gemeinschaft nicht untergeht. Der Augustinermönch Robert Dodaro und die Augustiner Chorherren folgen trotz vieler Unterschiede derselben Regel.
Andere Regeln, wie die der Benediktinermönche, lassen weniger Spielraum. Die Regel des heiligen Augustinus ist eher sehr, sehr kurz im Vergleich zur Regel vom heiligen Benedikt. Aber so steht viel zwischen den Zeilen. Es ist der Mensch, die Schwester, der Mitbruder, aufgerufen, auf dieser Grundlage das Leben zu gestalten, mitzugestalten, auch in dieser Gemeinschaft. Entscheidend kommt es darauf an, dass man beieinander bleibt. Dass man bestimmte Konstanten im Tagesablauf hat, und das ist bei uns das dreimalige Beten und das darauf folgende dreimalige Essen. Übrigens etwas, auf das der Heilige großen Wert gelegt hat, auf die gemeinsamen Mahlzeiten. Und ich glaube, wenn wir das treu durchhalten und wenn der Einzelne dahin geht, auch wenn er vielleicht einmal keine Lust hat, dahin zu gehen, was ganz normal ist, dann glaube ich, dass wir nach wie vor in seinen Spuren wandeln. Nach seiner Rückkehr meidet Augustinus 2 Jahre die Öffentlichkeit. Er fürchtet, dass man ihn, den berühmten Redner, in ein kirchliches Amt drängen könnte. Doch 391 nach Christus lässt er sich in der Hafenstadt Hippo überreden, erst Priester, dann kurz darauf Bischof zu werden. Damals eine Position mit noch mehr Pflichten als heute. Jeden Tag saß er von früh, von 8 Uhr bis Nachmittag um 3, wenn er zu Hause war, zu Gericht. Er war Richter. Ja? Und dann fragt man sich, dann außerdem ist er sehr viel gereist, wann hat der Mann gearbeitet, wissenschaftlich? Nachts diktiert. Nachts diktiert. Augustinus zählt zu den großen Autoren der Weltgeschichte. Nicht nur als Theologe, sondern auch als Psychologe und Philosoph. So gehören seine Ausführungen über das Wesen der Zeit zu den wichtigsten philosophischen Texten über dieses Thema. Augustinus schreibt Werke wie den Gottesstaat, in dem er eine umfassende Welt- und Geistesgeschichte entwirft. Er legt große Teile des Alten Testamentes aus und hinterlässt an die 1000 Predigten. Aber nicht als zurückgezogener Autor, sondern als Bischof findet Augustinus seine eigentliche Bestimmung. In der dritten großen Bekehrung seines Lebens wendet er sich den Menschen und der Kirche zu. Herr Nikolaus auf dem Weg in seine Gemeinde. Die Chorherren versorgen 24 Pfarreien in der Umgebung. Das Stift ist für sie nicht nur Ort des Rückzugs, sondern auch Stützpunkt, um immer wieder nach außen zu gehen. Das Problem vieler Priester, und ich habe das selber erlebt, denn ich habe ja 4 Jahre lang als sogenannter Weltpriester im Dienst eines Bistums gestanden, ist, dass sie immer größere territoriale Räume zu betreuen haben, immer mehr Pfarreien bekommen, um am Ende des Tages dann eben relativ erschöpft und müde in ein leeres Pfarrhaus zu kommen, wo nichts gerichtet ist. Als Bischof war Augustinus zur Überzeugung gelangt, dass die Suche nach Gott nur in Gemeinschaft gelingen kann. Deswegen betont er immer wieder die zentrale Bedeutung einer einheitlichen Kirche. Lasset uns beten. Wir danken dir, gütiger Gott, für die heilige Gabe, mit der wir die Kraft von oben empfangen. In den ersten Jahren als Bischof der Hafenstadt Hippo muss Augustinus um seine Sicherheit fürchten. Die Katholiken sind in der Minderheit einer anderen christlichen Glaubensrichtung gegenüber, den Donatisten. Der Konflikt mit den Donatisten war blutig. Katholische Priester wurden von donatistischen Schlägerbanden verfolgt und umgebracht. Aber es gab auch Gewalt von Seiten der Katholiken. Die Gewalt war also keinesfalls einseitig. Ein Konzil? Ja, wenn die Wahrheit bei den Donatisten liegt, dann werden wir Donatisten. Aber wenn sie bei den Katholiken liegt, dann werdet ihr Katholiken. Es gibt keinen größeren Sünder als Augustinus. Die Tatsache, dass er zum Priester geweiht worden ist, beweist,
dass man Katholiken nicht trauen kann. Ich war entschlossen, hier nicht das Wort zu ergreifen. Da ich jedoch zum Thema dieser Diskussion geworden bin, ist es meine Pflicht zu sprechen. Sidonius hat recht. Ehrgeizig, lüstern, narzisstisch. All das bin ich gewesen. In the 10th book of the Confessions, he's the only bishop that I know. Er ist der einzige Bischof, den ich kenne, der im 10. Buch der Bekenntnisse so offen über die Sünden schreibt, die er als Bischof begangen hat. Augustinus sieht sich also nicht in einer überlegenen Position, von der herab er mit Gott über die verdammte Menschheit urteilt. Aber Augustinus ist sich sehr bewusst, wie fehlbar Menschen sind. Darin zeigt sich ein sehr pessimistischer Zug von ihm, aber einer, der mir gefällt. Pessimistisch oder realistisch? Schon Augustinus stritt mit seinen Widersachern über sein Menschenbild. Verdammt es den Menschen zur Passivität, weil der letztlich nichts an seinem verdorbenen Zustand ändern kann? Oder sieht Augustinus den Menschen einfach, wie er ist und ermöglicht ihm so, sich weiterzuentwickeln? Das ist eine sehr realistische Auffassung vom Menschen, dass der Mensch immer schon geprägt ist durch seine Gefühle, durch seine Bindungen, durch seine Vergangenheit, die ihm präsent wird im Geist, durch seine Hoffnungen, die er vielleicht hat, durch seine Ängste. Ich war lüstern, ehrgeizig, narzisstisch. Das alles bin ich gewesen und bin es noch. So wie wir alle. So wie wir alle. Für Augustinus bedeutete, sich Sünder zu nennen, das Gleiche wie sich als Mensch zu bezeichnen. So schrecklich ist es ja nicht. Ja, man verleugnet Christus, man verleugnet Gott. Aber weil wir alle Sünder sind, sind wir alle in Christus gerettet. Wenn Augustinus uns unsere Schwächen vor Augen hält, geht es ihm wirklich nur darum zu zeigen, wie sehr wir von Gott abhängen. Es geht ihm also um die Suche nach Gott und nicht darum, dass wir uns schlecht fühlen. Ihr habt mich gebeten, ein Urteil über eure Debatte zu sprechen. Nun denn. Augustinus gewinnt den Wettstreit mit den Donatisten. Später wird er sich auch noch gegen andere Widersacher durchsetzen. In einer Zeit verschiedenster christlicher Strömungen macht er die katholische Kirche zur stärksten Nordafrikas. Dabei gewinnt er die Menschen nicht nur mit seinen überragenden rhetorischen Fähigkeiten. Ihr wart davon überzeugt, dass das die Wahrheit und das Richtige ist, und andere dazu zu führen, das war seine Intention. Und dafür hat er gelebt und dafür hat er sich eingesetzt. Und ich glaube, dass das in seinen Werken der entscheidende Gedanke ist, der rote Faden, der alles durchzieht. Onkel Augustinus. Drei große Erfahrungen prägen das Leben Augustins. Er entdeckt die Philosophie für sich, erfährt die Gnade des Glaubens und wendet sich schließlich der Gemeinschaft der Kirche zu. Bis heute wird Augustinus begeistert gelesen. Wegen seiner tiefen Einsichten und weil er sich mit all seinen Schwächen als Mensch nie verleugnet hat.